Ich bin wieder total, wie man sieht, fast 51 Minuten zu spät. Also 51 Minuten später, als ich gesagt habe, übliches Programm bei mir, wie man mich kennt, wie immer zu spät. Wir spielen heute das neue Assassin's Creed Valhalla. Ich habe mich mega drauf gefreut. Wir spielen es auf PS4, weil man eine PS5 natürlich nirgends mehr herbekommt. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Den ganzen Assassin's Creed Teil wird es auch danach auf YouTube, auf meinem Kanal. Oh, Bunny Boy heißt der Kanal auf YouTube. Wichtig. Oh, Bunny Boy. Könnt ihr das Ganze danach auf YouTube auch nochmal nachschauen. In Episoden eben danach. So, aber wir werden es im Stream spielen. Wie man mich kennt, wir spielen es im Stream. So, ich will nicht lange zögern. Ich freue mich halt schon mega auf das Spiel. Der Ton läuft jetzt auch vom Spiel. Ich hoffe, der ist nicht zu laut. Ich habe das Spiel jetzt nicht mega laut eingestellt, so mittellaut. Aber ich glaube, das müsste okay sein für euch alle da draußen. Fangen wir einfach an mit Assassin's Creed Valhalla. Und natürlich nehmen wir den Standardmodus in der Schwierigkeit. Erkunden, Standard, Kämpfe, Standard, Assassin's Creed, Standard, let's go. Still, ihr Kinder der Götter. Hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand und es gab kein Meer, keine Erde und keinen Himmel, kein Gras und keinen Wind. Mystisch. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das erste aller Wesen. Der stolze Ymir, grausam getötet. Doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Jetzt geht's also los. Ich bin mega gespannt. Also, das hat jetzt schon einen mega epischer Anfang eigentlich irgendwie. Also, freue ich mich schon übelst drauf gerade. Da bin ich dabei. Auf jeden Fall. Lange Ladebildschirme, wie man das von PS4 gewohnt ist. Da bist du ja. Irgendwie gerade so, okay, wir sind jetzt mal im Spiel. Erinnert mich gerade am Anfang irgendwie ein bisschen an God of War. Muss ich mal so sagen, wie es ist. Ja, okay, so hört ihr raus. Wir sind in der Wikingerzeit. Eivor, hier ist ein Lied für dich. Möge es dich tragen. Ich hoffe wirklich, der Spielsound ist wirklich laut genug für euch. Oder ich bin auch laut genug, dass ich es zu langsam bin. Ich kann es jetzt sehr schwer einschätzen. Ich glaube jetzt mal, das müsste passen. Aber bist du ja, kleine Dringer. Geh. Hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Eivor. Hast du den Reif? Ja. Und nun zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasch ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwas so. Siehst ihm in die Augen und sagst, König Dürbjörn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein in Freundschaft und Liebe. Kannst du das für mich tun? Wirst du das Band sein, das unsere Völker eint? Ich bin so stolz auf dich, Eivor.
fängt so nice an. Ich mag das, ich mag das. Komm hoch, Olaf. Bleib wach, so. Mein Freund. Dein Schwert dürstet nach Blut. Ich mag es schon mit Besoffenen hier. Leute in unserem Heim zu haben. Ich mag es, Hotel. Ein bisschen aus wie, nicht, also nicht Shuffeln, aber es ist Jumpstyle. Aber nice, richtig nice. Okay, gut. Reicht mir jetzt mit dem Gitarren, so macht Platz. Dann, der ist schon, glaube ich, ziemlich leicht besoffen. Der hier liegt, ist schon ziemlich leicht besoffen. Oho. Oh, du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir ich was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss 2 große Langschiffe wert sein. Gib es her. Ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. Met. Met ist so geiles Bier. Valkaseda wirkt durch meinen Hammer. Okay, man kann sich so... Okay, ich verstehe. Man kann sich so danach mit Dreieck eigentlich dann zu anderen Leuten gesellen, um nicht aufzufallen. Und? Hast du den Reif? Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf dem Nordwegen. Mutter? Ja? Können wir Sigurd ich bin gelesen auf einer Schlacht in Norwegen. Zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Ui. Ui, ui, ui. Leichter Unfall. Leichter Unfall einfach. Jetzt geh. Überbring das Geschenk. Kommen wir endlich zum König und nicht? Ja, ich glaube, jetzt schaffen wir es vielleicht. Ich glaube, jetzt könnten wir es schaffen. Eivor, warte. Skål! Aufs Türbjörn! Den wahren König von Hrygjafylki! Heute Nacht werden wir alle neu geboren! Skål! Unsere Clans auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Oh. Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odins Met uns Stärke bringt. Geiler Gesang. Ein Krieger fällt bei Kyria. Ein Krieger fällt bei Kyria. Nach Valhall wird der Held. Nach Valhall wird der Held gemacht. Das Horn wird die große Macht. Kam sofort die erste Axt geflogen. Ja, ich glaube, jetzt kann man gleich den Charakter wählen. Jetzt noch nicht. Es wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts
Ich gehe nicht zur Tür, ne? Ich gehe nur nach vorne, aber der geht von selbst zur Tür. Schöner Kampfstil. Das wäre jetzt vom Pferd abgetreten danach. Cool, wir können sofort reiten, das finde ich ja schon mal cool. Du schaffst ja kein Schwert, kleiner Mann. Kleiner Mann, du schaffst doch kein Schwert. Stecken. Feige. Feiger Move vom Gegner. Ich glaube, das bekommen wir noch feiger hin. Ich hab dir einen Handel vorzuschlagen, Trellhure. Akzeptiere dein Schicksal und stirb als Feigling vor deinen Leuten. Und ich verschone den Rest. Kämpf, Liebster. Hör nicht auf ihn. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Du hast mein Wort. Nein. Nein, Varin. Nein, Varin! Nimm deine Axt! Nein! Tötet sie alle! Böser Move. Böser Move. Ui. Aufs Eis. Das tut gut weh. Das schmerzt gut. Stream, das schmerzt. Das schmerzt auf jeden Fall. Aber die Startsequenz ist halt wieder mega, ne? Jetzt komme ich noch nicht ganz zum Folgen. Das läuft jetzt mit dem Jungen, dem Wolf. Nee, der Junge tötet den Wolf. Der Wolf tötet den Jungen, sorry. Abstergo. Ich weiß nicht wieso. Behebt das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Sicher? Ich weiß nicht, wo das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom aus. Die Sage beginnt. Wir bekommen mal eine Trophäe wieder im PlayStation Store. Das ist ja mal wieder nice. Deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Sehr nice. Wie du willst. Stream, jetzt finally oder YouTube, beide. Willkommen im Stream. Jetzt wählen wir unseren Charakter. Entscheiden lassen, spielen wir männlich, spielen wir weiblich. Ich habe das letzte Mal männlich gespielt oder weiblich. Ich glaube, wir werden männlich wählen. Aus dem einfachen Grund. Ich bin eine männliche Person. Und finde dann ist besser, vielleicht männliche Person zu spielen als weibliche Person. Kann man jetzt sehen, wie man will. Weiblich ist auch immer cool.
mache ich meistens im Spiel plus, dass ich dann die weibliche Person danach spiele. Aber so, glaube ich, wie es jetzt ist, ist schon ziemlich nice, auf jeden Fall. Wir fangen in Halbör an. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18? Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben. Gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Das glaube ich nicht. Töte den Rest seines Trupps. Lass sie leiden. Eivor Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff! Fängt fies an. Es scheint, haben wir keine Chance bis jetzt. Und ich stech dir die Augen aus, kapiert? Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also, was habe ich dir gerade gesagt? Geile Moves aber, ne? Geile Moves, muss ich sagen. Geile Moves. Schön, wie heute dich lebendig. Du wirst niemals, niemals dieses... Sauber. Sauberer Abschied nennt man das. Einen sauberen Abschied gemacht. So, wir haben fast kein Leben mehr, aber wir sind dann jetzt im Spiel angekommen. Jetzt schauen wir mal ein bisschen, was können wir so an Objekten sammeln, was können wir finden und rette deine Besatzung. Okay, ich schaue jetzt mal, was wir von Objekten haben. Okay, Bogen geht so wie immer. Hat sich nichts geändert beim Bogen. Schlagen ganz klassisch mit der Axt. Okay. Okay, normaler Schlag, starker Schlag. Okay, klassische Assassin's Creed Steuerung, wie wir die eigentlich schon kennen. Ich habe die Kamera jetzt da oben, ich bin das gar nicht gewöhnt. Ich schaue die ganze Zeit nach links und nach rechts, wo ist die Kamera? Die Kamera ist da oben, hallöchen. So, okay, wir können, glaube ich, mal in der ersten Phase nichts einsammeln. Ja. Ah, okay, ich sehe, wir können schon... Wir können hier schon ein bisschen was plündern. Das ist super, weil ich bin ja immer bei der Assassin's Creed der Klaumeister 1000. Das heißt, es wird immer alles gemobst. So, sind hier gegen, das ist die Frage. Ich schau zuerst mal in die Zelte rein. Stelle ich mir gerade die Frage, sind hier Gegner, sind keine Gegner da? Aber da war noch ein bisschen Plünderzeug. Okay, die großen Fässer, die kann man nicht zerlegen. Okay, ich verstehe. Okay, das ist auch nur Plündern, oder? Okay. Aber das Spiel hat halt schon eine, obwohl es nur PS4 ist, das Spiel hat schon eine geile Grafik, auch auf der PS4, muss ich sagen. Also... Was ist das? Beeren?
Okay, Beeren kann man zur Mahlzeit nützen und eben um Leben zu generieren. Proviant ist es voll, sehe ich. Okay. Mhm. Wir haben auch Pfeile bekommen jetzt. Ah, okay. Ist es nicht zweimal drücken, ist es gedrückt halten zum Sprinten. Das ist ein bisschen anders, glaube ich, als ich es in Erinnerung habe. Aber da bin ich jetzt nicht ganz safe. Ganz, ganz safe, ob das so war. Aber ich mag's. Okay, klettern mit X. Okay, ganz klassisch. So, wir müssen jetzt mal die Mannschaft retten. Jagdziege, okay. Mhm. Ja. Jagen mit dem Bogen, ganz klassisch. Okay, ja, wir haben Proviant, ist ja voll. Ich habe jetzt gerade gesehen, wir haben hier einen Aussichtspunkt. Den nehmen wir natürlich mal sofort mit. Ganz klar. Den nehmen wir sofort mit. Heute hier finde ich beim Startstream, der ein bisschen länger gehen wird, nehmen wir uns ruhig mal Zeit, um alles ein bisschen zu erkunden. Um jetzt mal, und jetzt kommt ja das Tollste eigentlich bei dem Spiel. Assassin's Creed. Jetzt kommt wieder dieser mega Rundblick. Ah, schaut euch das mal an. Schön. Sehr schön. Sogar auf PS4. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Also, sehr, sehr schön. Ich versuche auch in der höchsten Qualität euch das zu übertragen jetzt. Ne? Wo hält er die gefangen? Ah, okay. Okay. Ygwaldsnes. Okay. Das ist unser Ziel. Runter kommen wir, glaube ich, mal. Hier können wir wieder so einen Sprung machen. Sauber. Gut. Okay, das Schwimmen ist anders. Ulalalala. Okay. Okay. Schwimmen ist ein bisschen anders als gewohnt, habe ich jetzt so das Gefühl gehabt. Da konnte man vorher überhaupt schwimmen, Stream. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt schwimmen konnte. Einer von Kyrtwies Männern. Ich muss vorsichtig sein. Und tschüss. Das war einer von Kyrtwies Männern. Schwachen geht nichts. Ich glaube, es war ja nur einer hier. Und wenn es zwei sind, dann müssen wir uns halt jetzt prügeln, weißt du? Wir haben normalerweise in Assassin's Creed. Okay, Pfeile kommen ja mal sehr gut schon wieder. Reichtumszeug kommt auch immer sehr gut. Ich schaue jetzt mal sofort im Menü nach. Wir können ja normalerweise bei Assassin's Creed immer die Fähigkeiten auswählen. Und das ist sehr toll. Wir haben nämlich, glaube ich, 0 Fähigkeitspunkte. Okay, wir haben noch keine bekommen. Das ist dann für später. Okay, let's go. Wir laufen mal gemütlich weiter zu unserem Ziel. Aber erkunden natürlich und nehmen alles mit, was wir finden. Okay, er duckt sich auch automatisch, sehe ich gerade. Also Qualität ist auf jeden Fall geil. Also macht Laune, macht wirklich Laune. Ich hoffe, auch bei euch ist das Spiel nicht zu dunkel. Ich habe es ein bisschen heller gestellt auf dem Monitor. Bei euch ist es normalerweise in der vorgestellten Qualität, die man auswählen müsste. Das heißt, ich glaube aber so in der Basis, ich schaue jetzt gerade mal rechts, so wurde ich vom Monitoring vom Stream, nee, das sieht aber ganz gut aus. Also ich glaube, da sind wir gar nicht mal so falsch, glaube ich. So, brechen wir mal in Häuser ein. Werden wir mal wieder zum Einbrecher hier. Nix in den Kisten. Yep. Nix in den Kisten. Christoph Krickruf. Bereite Varins Kind für die Sklavenhändler vor. Die anderen kannst du den Blutkopf nehmen. Okay. Tja. Hier wird niemand vorbereitet, um irgendwohin versklavt zu werden. Wir werden jeden auf die hauen, den der sich mit uns anlegt. Ich mag es bei Assassin's Creed, jeden einfach sofort auf die Schnauze zu hauen, der mir auf die Eier geht. So. Schön gemütlicher One.
hoch zu den Bergen. Ich sollte mich nicht sehen lassen. Da ist noch ein Schiff, sehe ich gerade. Wir laufen mal weiter. Ich finde eine Besatzung für mich. Könnten wir diese Quest jetzt einfach erledigen und fertig, dass wir irgendwie ein bisschen reinkommen ins Spiel. Würde ich persönlich jetzt ziemlich nice finden, auf jeden Fall. Der hat gerade die Sicht gedreht. Warum dreht der die Sicht? Singendes Eisen. Da findet ein Kampf statt. Oh. Ich glaube, ich habe eine Nebenquest. Oder ich habe einen Verbündeten gefunden. Zufall. Alter Hund. Du lebst. Oh ja. Hab mich vom Schwertchor weggeschlichen. Was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ich sah ihn in Öchwalsnäs auf ein Schiff steigen und gen Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie. Du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau. Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, 2 Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Wir bekommen Equipment. Das ist ja mal schon mega gut. So. Weiter geht's. Okay. Jetzt müssen wir mal auf die Karte schauen, weil... Okay, das Ziel ist aber hier. Ich glaube, das ist nur der Eingang. Ich glaube, es wäre besser... Wir würden uns ein bisschen mehr so ranschleichen. Aus dem einfachen Grund, von der Hinterseite, glaube ich, haben wir bessere Karten. Kjötvis Krieger kauchen durch Öchwalsnäs wie Läuse. Wenn ich durch das Haupttor gehe, falle ich vielleicht auf. Ah, der Rabe, es gibt ihn schon. Super. Sei meine Augen. Okay, dieses Suchgebiet ist also hier. Kann man wieder so bremsen. Ah, es geht alles wie beim anderen. Markieren wir mal ein bisschen Feinde. Wo hängen die Feinde alle so? Okay. Ich glaube, von hier hinten wäre eine gute Möglichkeit. Da sehe ich ein Loch im Draht. Und auch hier. Hier ist ein normales Eingangstor. Schwierig. Okay. Ich glaube trotzdem, wir versuchen es von der Rückseite. Ja? Ich glaube, von der Rückseite haben wir die besten Karten, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube, von hier haben wir die besten Karten. Die werden sofort angreifen. Werden sie auch. Aber ich habe mit dem Tor niemanden gesehen. Deswegen glaube ich, wir können uns hier... Das Langhaus. Meine Mannschaft sollte da drin sein. Wir müssen jetzt versuchen, irgendwie ins Langhaus zu kommen, aber wir schleichen uns hinten rum. Rufen nochmal schnell das Vöglein. Ich glaube, der kommt zu mir. Kommt da noch einer zu mir? Nein. Frage ist jetzt, ich dachte, der kommt zu mir. Aber ich sehe den nicht mehr. Okay, ich muss aufpassen jetzt, weil der ist irgendwo hier.
Wenn die angreifen, wird's heftig. Okay, der ist da hinten beim Tor. Im Dach sollte es eine Öffnung geben. Mhm. Im Dach sollte es eine Öffnung geben. Ich will. Ich finde, dass wir gerade echt offensichtlich hier rumschleichen. Aber ich glaube... Wenn du dich weiter so findest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Aas. Okay. Nein. Okay, jetzt kommt die Sequenz. Ich wollte den gerade abschießen. Ich wollte den gerade einfach wegschießen. Fertig. Feigling, binde mich los und gib mir eine Axt in die Hand. Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Du, leg die Axt beiseite oder stirb durch meine. Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal. Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Thor, führe meine Hand zum Ruhm. Ich schick dich direkt zur Hel. Weißt du, was er gar nicht mag? Pfeile hab ich gerade gemerkt. Wolfsmal, dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Er möchte ja gerne kämpfen, aber er schafft es nicht bis zu mir. Aber gemütlich ausgewischen. Wo ist er, mein Freund? Okay, mit voller Spannung machen die Pfeile wirklich viel mehr Schaden. Sehe ich gerade. So. Tschüss. Das war's. Ja, Stream, ne? So schnell geht das, wenn man sich mit uns anlegt, ne? Legt man sich mit uns an, ist man sofort fertig. Es ist das Köpfchen, was hier die Strategie macht. Nicht die Muckis. Die heilige Axt. Vater, du hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Ich glaube, diese Axt, die wird uns noch irgendwie begleiten in irgendeiner Form. Verschonst du meinen Clan? Nein. Nimm ich glaube, da nein, Varin. Wird diese Axt irgendwas Besonderes darstellen. Wie bei God of War, da konnte man die Axt ja auch pimpen. Ich glaube, es geht in diese Richtung. Würde ich mal sagen. Was ist das jetzt? Er hat so eine Vision jetzt, okay. Die Sache mit dem Wolf. Kommen wir nochmal dahin. Die Sache mit dem Wolf. Okay. Sequenzende. Auf jeden Fall. Eivor, was ist mit dir? Bind uns los! Was? Nee, kein Sequenzende. Ja, ich dachte, jetzt wäre so ein Punkt, wo wir irgendwie aus dem Dingens rauskommen. So, jetzt befreien wir schnell alle. Ah, Hallöchen. Mein Dank ist dir gewiss. Gut gekämpft, Wolfsmal. Auch wenn dein Verstand etwas mitgenommen schien. Hört her. Wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Macht jetzt keinen Müll, weil ich brauche noch ein bisschen Zeit, um alles zu klauen hier. Ich muss noch ein bisschen schauen, ob ich was klauen kann hier. So, Pfeile habe ich viele verschossen jetzt gerade, deswegen
habe ich jetzt auch nichts gegen Pfeile. Kann man die Säcke hier? Ne, die kann man nicht mehr. Okay. Okay, dann hauen wir ab. So, jetzt wird mal ein bisschen rumgehauen hier. Oh, müssen nur ein bisschen auf. Ich merke jetzt gerade, okay, so geht das mit dem Essen. Geht ein bisschen happy. Hoppa. So einfach hier im Gestrüpp ist immer sehr gut zu kämpfen, wenn du gar nichts siehst. Ducken. So, jetzt bekommst du auch ein paar feste Schläge hier. Gehst mir auf den Sack. Ah, ich hab keine Bären mehr. So. Ich will ja nicht nur meine Pfeile zurück, ich will auch noch alles klauen, was die haben. Und die Bären mag ich natürlich auch, ne? Wie sieht's hier aus? Klappt das hier? So. Okay. Was haben wir hier noch? Hier noch sind noch welche. Komm mal her. Ich hab noch immer keine Bären, ne? So. Ah, da sind Bären, glaube ich, in der hinten Gestrüpp. Ah, okay, der spart sich die Bären nur. Oh. Das habe ich einfach mal, weil ich zu blöd war, um auszuweichen, mit in die Fresse bekommen. Geht mal weg. Alter. Ja, natürlich. Ich habe jetzt wieder in die Fresse bekommen, weil ich hängen geblieben bin. Bip. Sind nicht hängen geblieben im Kopf, aber schon hängen geblieben. Sind hier nirgends mehr Bären? Wir gehen jetzt mal hoch aufs Dach. Die kämpfen ja auch ein bisschen. So. Ist der andere? Ne, warte mal. Wo ist der? Da. Komm, ein Schlag, dann ist er weg. So, geht doch. Ich würde mal sagen, wir haben alle. Ich sammle noch schnell die Pfeile ein. Wir sammeln noch schnell Bären ein, weil ich bin definitiv verletzt worden gerade. Okay. Bevor wir abhauen, werden wir noch ein bisschen klauen hier, weil ich glaube, vielleicht gibt es hier noch was mitzunehmen. Aber der macht keine Self-Regeneration, sehe ich gerade. Man muss schon Bären haben. Wenn ich es richtig sehe. Selbstregeneration scheint nicht so der Fall zu sein. Hm, interessant. Oh, sogar noch warm. Das wird das Spiel auf jeden Fall ein bisschen schwieriger machen. Aber egal, wir sammeln mal Geld. Wir werden viel Geld brauchen zum Ausbau des Schiffes. Und das ist auf jeden Fall immer eins der geilsten Teile in diesem Spiel. Wenn man diese Schiffe ausbauen kann. Okay, da waren wir noch Bären. So, was haben wir hier noch? Eine Truhe. Die nehmen wir natürlich mit. Ein bisschen plündern hier. Muss man ja ein bisschen profitieren noch. Ich habe immer ein bisschen Angst mit diesen Fässern. Die gab es auch mal als Brandfässer. Wenn das Brandfässer schlägst kaputt, fängst an brennen. Das heißt, das ist so das, was ich brauche gerade. Oh. Na, hallöchen. Was haben wir da bekommen? Holzbein, okay. Würde ich mal sagen, sind Objekte, die man verkaufen kann. Würde ich jetzt mal so einfach aus der lockeren Hand sagen. Will mich dabei jetzt auch nicht drauf beharren oder festlegen, aber... Sie wurde wohl verriegelt. Mhm. Verriegelt heißt, das kann man kaputt hauen, oder? Nee. Man braucht einen Schlüssel. Den ich natürlich jetzt nicht habe, ist ja klar. Erwartet das. Nee. Den Schlüssel, glaube ich, das könnte ja eigentlich sein, dass man den mit dem Adler... Ja, da ist was Goldenes. Das ist mit Reichtum gekennzeichnet. Okay, da muss irgendwo ein Schlüssel sein dafür. Da ist unser Boot.
Da ist unser Boot. Da lebt noch eine Wache, habe ich gerade gesehen. Da lebt noch eine Wache. Dann hauen wir uns mal schnell auf die Fresse. Hallöchen. Da waren noch zwei am Leben, habe ich gerade gesehen. Weg mit den Viecher. Weg mit den Viecher. Nee, ihr müsst gar nicht mal Pöbeln kommen, die habe ich schon längst platt gehauen. So. Was hatten wir hier? Kommt man hier auch rein? Nee. Also irgendwo muss man jetzt einen Schlüssel oder eine, oder man kommt übers Dach rein vielleicht. Wir könnten auch versuchen, ob wir übers Dach reinkommen vielleicht. Ich schaue immer, ob man so Holz kaputt hauen kann alles, aber irgendwie nicht. Okay, übers Dach scheint auch nicht zu funktionieren. Ja, Jungs, wir müssen einen Weg finden, wie wir da reinkommen. Irgendwie müssen wir in die Bude reinkommen. Da gibt es eine Möglichkeit, da gibt es einen Schlüssel. Die Frage ist nur, wo ist der Schlüssel? Oder wir kommen irgendwann mal zurück, streamen und wir schauen uns nochmal an, wo das alles ist. Ich will jetzt auch nicht... Ewig für euch im Stream wird ja übelst langweilig, wenn wir jetzt die ganze Zeit hier im Kreis laufen. Okay, komm. Los geht's zum Schiff. Wir verlassen die alte Plörre hier und machen uns auf den Weg. Ich bin jetzt noch stark gespannt, ob wir noch Gegner begegnen werden oder nicht. So, Schiff steht da hinten. Das hier muss ich mir mal anschauen. Das sieht irgendwie cool aus. Hier stehen lauter Schiffe. Schön. Sieht aus wie ein Schiffs. Immer nochmal dagegen. Symbolisch nochmal dagegen hauen. Nur um zu schauen, ob man reinkommt. Ah, ich sehe, gibt's noch Probleme. Dein Tod naht! Ui. Jetzt reicht's aber hier. Ich werde gar nicht gerne mit Pfeilen beworfen. Beschossen. Schießen auf ein bisschen Pfeile in den Haufen rein. Pfeile in den Haufen reinschießen klappt immer. Ich liebe das mit dem Bogen zu spielen, Stream, ne? Das ist bei mir so übelste Liebe zum Bogen. Haben wir auch. Komm, den auch noch. Weg mit der Viecher. Da hat mal jemand was gedroppt. Danke. Danke. Danke, danke. Die sind alle von uns. Ah, da ist noch ein Bogenschütze. So, jetzt schafft ihr den auch mit dem Pfeil. Komm. Den muss ich nicht fertig machen. Das können die auch selbst machen. Okay. Unser Boot haben wir auch. Wir haben nur noch 4 Pfeile. Das ist natürlich nicht so mega gut. Was gibt's denn hier? Gibt's hier was mit zum Mitnehmen? Jetzt sehe ich mal gerade, die kann man in den Töpfen. Ist auch noch manchmal was drin. Okay, den Topf. Wie den vorigen Topf kann man kaputt hauen. Und diesen Topf kann man nicht kaputt hauen. Okay. Jetzt muss ich das mal so ein bisschen bequemer setzen. Okay, interessant, Steam. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ey, lebt der noch immer? Alter. So. Ich habe noch Pfeile gesehen. Wo kamen die Pfeile her? Ja, wir müssen jetzt segeln. Das heißt, wo kamen die Pfeile her? Sorry, Stream. Ich gehe nochmal schnell nach oben. Ich muss jetzt nochmal hier oben schauen, ob ich hier nichts klauen kann. Ist ja gar keine Ware links und rechts. Schau mal, hier ist noch was auf dem Tisch. Bitte, das Lager ist abgeriegelt und vor Dieben sicher, aber das Dach ist schwach. Gründe wird wütend, wenn Regen seine Ware beschädigt. Das war, glaube ich, eine Wicht. Ihr habt das gehört.
Das Lager. Das Lager ist das Gebäude, was wir gefunden haben da hinten. Und ich glaube, dass wir dann trotzdem schon auf dem richtigen Weg waren und dass wir übers Dach ins Lager kommen. Okay, das heißt für uns eigentlich nur noch, wir müssen zurück zum Lager. Wir müssen nochmal aufs Lagerdach und schauen, was das genau ist. Weil wenn das Lagerdach schwach ist, könnten wir es vielleicht so irgendwie ins Lager schaffen. Also, hier war das Lager. Das Dach ist schwach. Schön zusammengereimt. Das Dach ist schwach. Das Dach ist schwach. Das Dach ist schwach. Okay. Das Dach ist schwach. Die Frage ist, wenn das Dach schwach ist, muss man was aufs Dach werfen? Muss man aufs Dach schießen? Vielleicht? Also nicht in jedem Topf ist was drin, habe ich gerade schon gemerkt. Das Dach ist schwach. Die Notiz und die Anmerkung, dass das Dach schwach ist, ist eigentlich sehr interessant. Bringt mich aber leider noch nicht dazu, wie wir durch das Dach kommen. Vielleicht mit dem Bogen was kaputt schießen? Wir haben ja nicht mehr viele Pfeile. Also ich glaube so mit Kaputtschießtechnik oder so, glaube ich, sind wir falsch. Also jetzt fühle ich mich fast ein bisschen doof schon, so langsam. Jetzt fühle ich mich wirklich langsam ein bisschen doof schon fast. Ich stelle mir gerade die Frage, oh, wir sind ja noch Pfeile zum Upgraden. Zack. Super sauber, sauber. Pfeile. Oder kann man irgendwie vielleicht was Schwereres tragen? Diese Wände kann man also auch zerstören, sehe ich gerade. Ich will da rein in das Gebäude. Wir wissen, dass das Dach schwach ist. Aber wir wissen noch immer nicht, wie wir da reinkommen. Ich glaube nicht, dass eine Leiche draufwerfen ausreichen wird. Aber die Notiz, die wir hier gefunden haben am Rande, die war ja eigentlich schon sehr deutlich. Es hat irgendwas mit dem Dach zu tun, auf jeden Fall. Ah, oh, hier sind doch überall Pfeile und Speere. Nice. Das Dach ist schwach, aber... Müssen wir nochmal lesen. Das Lager ist abgeriegelt und vor Dieben sicher, aber das Dach ist schwach. Kschütwi wird wütend, wenn Regen seine Ware bestätigt. Wenn Regen seine Ware beschädigt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Sache mit dem schwachen Dach leuchtet mir ein, aber ich verstehe es nicht. Wir kommen nochmal zurück. Wir werden dieses Mystery auf jeden Fall nochmal lösen kommen. Wir lösen es auf jeden Fall nochmal. Aber im Moment dauert das jetzt ein bisschen lange. Schauen wir jetzt mal, dass wir irgendwie aber trotzdem mal wegsegeln hier. Ich glaube, wir wollen alle jetzt mal segeln. Wir übernehmen jetzt die Führung vom Boot. Und wir segeln eine Runde. Segel setzen. Okay, gedrückt halten. Die Steuerung ist wieder sehr, 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 sehr sexy. Wir müssen eigentlich nach rechts, habe ich gesehen. Wir segeln aber jetzt nach links. Ich habe nämlich da noch was Tolles leuchten sehen und ich müsste das gerne noch anschauen. Das würde mich jetzt noch reizen, das halt noch anzuschauen. Ich muss jetzt nochmal schauen, schnell wo wir hinsegeln. Ich hatte... Oh nee, das hatte ich schon mal das Problem.
mit dem Controller hier. So, was ist das? Das sind Rätsel. Das ist Reichtum. Und das sind... Das Weiße sind Artefakte. Okay, das ist ein Rätsel. Wir segeln jetzt mal zum Rätsel. Ich finde das interessant. Rätsel sind immer gut. Und ich möchte zuerst noch das Rätsel lösen. Und ich muss mir abgewöhnen, immer nach rechts zu schauen, weil die Kamera jetzt mittig schenkt. Das ist irgendwie so ein ganz schlechter Tick. So. Siege, Siege, Siege. Schade, die singen nicht. Oder? Oh. Nee, wir segeln mal weiter. Die singen nicht. Vielleicht bei Assassin's Creed, war das Origins? Wo haben die immer gesungen auf dem Schiff? Nee, das war das letzte Assassin's Creed. Das war nicht das Origins. Oh. So, ich glaube, wir sind nahe genug. Wir hängen ja eigentlich schon fast in den Steinen. Laufen wir mal. Ach, weiter. So Nackenschmerzen, so. Ist das Feinde oder nicht? Willkommen, Reisender. Nee, keine Feinde. Keine Feinde, keine Feinde. Ich hätte nicht erwartet, auf dieser Insel jemanden vorzufinden. Und warum nicht? Das ist Englerland, die Heimat von Sachsen und Dänen. Unsere Küsten stehen für Handel offen. Englerland? Das hätte ich mir anders vorgestellt. Viele aus Nordwege bringt die Reise aus der Fassung. Aber zum Glück hast du mich, um dich zu leiten. Ich kenne das Land besser als meinen Sohn. Geht es dir gut? Mein Sohn treibt sich mit den Pikten nördlich vom Hadrianswal herum. Wer weiß, was sie für Pläne ausbrüten. Oder was für Leute sie schicken würden, um mich auszuspähen. Du meintest, du wolltest mich herumführen? Natürlich, ja, herumführen. Folge mir. Hier ist Lunden. Die Stadt, die vor langer Zeit von Römern erbaut wurde. Solche Baukunst haben wir seitdem nicht mehr gesehen. Man muss wohl mit dem arbeiten, was man hat. Oder so würde ich auch sagen, genau. Folgen wir dem guten Mann mal. Vertrauen ihm jetzt einfach mal. Von Römern erbaut. Genau, wir gehen ja in der Assassin's Creed-Reihe der Reihe nach. Von den Leuten, die halt... Wie die Leute halt gelebt haben in der Geschichte. Das sind die Klippen von Dofras. Bekannt für ihre Schwalben. Ich habe gerade eben fürs Instinktiv das gleiche Geräusch gemacht als er. Und ich habe gerade einfach mega krass gegähnt. Im Stream. Nice. Einfach kaputt gehauen. Weil es gut aussah. Das sah wertvoll aus. Also habe ich es kaputt. Eisenerz. Eisenerz. Nice. So ein gutes Beispiel, ne? Alles, was wir in der Natur finden, hauen wir sofort kaputt. Sehr, 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 sehr beispielhaftes Vorgehen. Sehr beispielhaftes Vorgehen, muss ich sagen. Jorvik oder auch Jorvik, die dänische Handelsstadt. Erzähl das nicht weiter, aber König Alfred hat einen Plan für Jorvik. Verstehe. Nee, das kann man nicht kaputt machen. Ich will aber noch ein bisschen stehlen. Das ist der Hadrianswall. Unsere letzte Verteidigungslinie gegen die barbarischen Pikten. Es ist eine Linie. Ich folge dem guten Mann einfach noch ein bisschen. Sind die gefährlich? Nee, die greifen mich nicht an. Ist okay. Die greifen mich nicht an. Alles cool, Stream. Die greifen uns nicht an. Wir können gemütlich weitergehen. Oh, jetzt kommt das Hütchen. Und hier wohnt der gute Mann. Alter, ich gähne jede 2 Minuten. Das ist Wahnsinn. Kann man so müde sein in dieser Zeit? Und die Führung endet in Winchester, im Herzen von Westsexe. Wo ist König Alfred? Diese ehrlosen Pikten!
Sie haben den König entführt. Wir müssen ihnen nach, nördlich des Hadrianwalds. Wo bist du, mein König? War ja so klar, dass jetzt irgendwie sowas kommt mit einer Reise über die halbe Weltkugel. Um da irgendjemanden zu finden. Das war klar. Okay, aber das scheint so das Rätsel, dieses Rätsel haben wir jetzt mal. Das haben wir jetzt mal eingebuchtet. Das können wir dann gleichzeitig mitnehmen, wenn wir schon danach reisen, können wir das mit erledigen einfach und fertig. Ich weiß nicht, ob ich die Wölfe jagen soll oder nicht. Das Eiswasser ist sicher gar nicht kalt. Der läuft so da durch, so easy peasy, ist ja nur so minus 10.000 Grad, nee, gefühlt. Ui, das war knapp. Das war knapp. Knapp verfehlt. Ich glaube, die greifen wirklich nicht an. Ich weiß nicht, sollte man die jagen und den Pelz irgendwie behalten? Ist das jetzt übelst barbarisch von mir? Ich als Hundeliebhaber? Aber ich weiß nicht, ob man die Wölfchen nicht braucht. Das ist die Frage. Ich bin mir schon fast sicher, dass die Wolfspelze danach auf jeden Fall irgendwas wert sind oder irgendeine Schlüsselrolle spielen oder so. Um irgendetwas auszubauen. So, jetzt legen wir mal Rückgang ein. Dann fahrt mal rückwärts, Freunde. Hey, das klingt schon sehr gut, wie das auf dem Boden schrammt. So. Okay. Da hinten ist noch so ein großes Teil. Wir müssen aber jetzt eigentlich... Das sind 3000 Meter. Das sind nur 160. Okay, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Da stand vorher 1000 Meter irgendwas. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Moment. Ich muss jetzt mal schauen. Nee, da ist was. Da ist so ein Dorf. Okay, wir werden jetzt mal weiter segeln. Und zwar segeln wir sofort hier rüber. Ich will ein bisschen campen, um auch ein bisschen Fähigkeitspunkte freizuschalten. Diese sind sehr viel wert. Und mir gemütlich in der Nase zu bohren, weil es mich übelst in der Nase juckt. genau, wir können segeln. Ich vergesse, dass wir segeln können. Wir können das zum Segeln zum Quest ziehen. Irgendwie sagt mein Gefühl, wir rennen jetzt in den Felsen. Oder? Okay, der kann jetzt... Oh, stream, schau mal. Wir können automatisch segeln. Das ist ja eigentlich schon übelst geil, müsste ich sagen. Autosegeln? Nice. Okay, jetzt sehen wir mal wieder die Festung, wo wir vorher waren. Das automatische Segeln, das gefällt mir schon. Aber das ist immer weit, wenn du so segeln musst. Wenn du noch keine Schnellreisepunkte hast. Eigentlich hätten wir den Hohn mitnehmen können jetzt. Da hatten wir eigentlich einen Aussichtspunkt. Den hätten wir eigentlich mitholen können. Aber okay, ist okay. Wir segeln jetzt mal gemütlich rüber. Ganz easy. Und dann geht das. Ich schau mal schnell. Ich kann da mal schnell in den Stream reinschauen, ob da alles okay ist. Ob das alles noch gut läuft, wie es läuft. So. Okay. Dann segeln wir mal gemütlich weiter. In Ruhe, ohne Sorge, ohne Stress. Ganz gemütlich. Einfach. Oh, hier gibt es so viel zu entdecken. Ich merke das schon. Das ist noch so weit. Ich finde, wir sollten jetzt trotzdem mal darüber zu dieser Burg fahren, weil ich finde, dass die Burg cool aussieht. Und ich habe irgendwie Lust, da jetzt ein bisschen Chaos zu veranstalten. So ganz gemütlich. Als kleiner Chaos-Teufel. Also schnell...
Was? Die schimpfen schon mit mir. So, Captain für den Arsch. Aber irgendwo muss es ja auch so eine Handelsstadt und sowas geben. Ich hoffe wirklich, dass die Basis des Spiels nicht erst anfängt, wenn wir diese erste Mission oder zweite Mission geschafft haben. Ich hoffe es jetzt mal nicht. So. Oh, das sieht natürlich mega geil aus. Ich glaube auch nicht, dass wir hier wirklich willkommen sind, Stream. Es könnte aber auch so ein Tempel sein, wo man halt nicht sofort abgeschlachtet wird, wenn man bis Hallöchen sagt. Aber ganz oben ist ein Aussichtspunkt. Und der Punkt könnte sehr gut sein, Ort entdeckt. Ist ein Ort. Also deswegen glaube ich, das müsste aber auch so gehen. Hoppa. Klettern wir mal hoch aufs Dach. So. Ihr klettert weiter, mein Freund. Weiter, mein Freund. Weiter, weiter. So. So. Wow. Das war nicht der Plan, kann ich euch mal sofort sagen. Das war gar nicht der Plan, mich fast umzubringen hier. Aber irgendwie hing ich fest. So. Steig hoch, mein Freund, steig hoch. So hoch laufen kann er das definitiv nicht gerade im Moment. Das ist klar. Das ist auch schon hoch halt, bis an diesen Aussichtspunkt. Aber man hört es an der Musik. Und jetzt Stream hinsetzen, zurücklegen und genießen. Ah, wie schön. Sehr schön. Okay, wir haben hier eine riesige Stadt gefunden. Toll. Ui. Ich dachte, wir schaffen es bis da runter. Okay, ich dachte jetzt, wir können da so einen brutalen Sprung runter machen. Aber das müsste klappen, oder? War jetzt auch mal auf so gut Glück versucht, dass es klappt. Aber es hat ja auch geklappt. So, wenn es jetzt rot wird, dann sollen wir nicht dahin gehen. Nö, wird nicht rot. Scheint eine gemütliche Stadt zu sein, in der man sich gemütlich bewegen kann. Das klingt gut. Da haben wir hier, irgendwie noch mal viel Kohle irgendwo. 30. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Okay, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Hier können wir mal was klauen wieder. Ich würde sagen. Hier ist niemand. Ich schaue jetzt mal, ob ich keine Schützen sehe. So Bogenschützen oder irgendetwas. Denn wenn da nichts ist, nehmen wir uns natürlich gerne die Beute mit. Da sehe ich auch wieder dieses kaputte Dach. Ich rufe mal schnell meinen Freund und Helfer. Ich habe da zwei, die sind da. Sehe ich jetzt keinen. Okay, da ist noch ein Retter. Vierter. Fünfter. Okay, ich sehe fünf im Ganzen. Frage ist, warum kann man die Leute nicht mehr markieren? Oder das geht erst später jetzt mit einem Upgrade oder so vom... Geht erst vielleicht später mit dem Upgrade. So. Nee, Alter, falscher Weg. Das war jetzt eng. Jetzt hat sich fast ein Zivilisten getötet.
Jetzt weiß ich auch, wie man bei dem anderen reingekommen wäre. Okay, so öffnet man die Dinger. Gemütlich geklaut. Kohlebaren Reichtum, ein Punkt. Das klingt ja mal gut. Versteckte Hose, okay. Jetzt habe ich auch noch. Okay, den Kohlebarren haben wir. Okay. Schnell wieder raus hier. Am besten nicht durch die Vordertür. Wir wollen keine Konfrontation, wenn es nicht sein muss. Ich glaube, wir könnten jetzt schnell rüber in den Turm. Wieder hoch auf den Turm. So. So, wir steigen mal schön sauber außen rum. So, tschüss. Okay. Das wäre dann schon mal im Reichtum für uns. Dann haben wir hier in 50 Metern haben wir nochmal Reichtum. Den werden sie auch sofort stehlen. Gemütlich. Den werden wir auch gemütlich stehlen. So. Müssen uns eigentlich nicht mehr ducken. Ich muss aufpassen, wann das Sperrgebiet anfängt. Dieser Reichtum ist eigentlich irgendwo hier. Die Frage ist jetzt, wo? Ich gehe mal aufs Dach, dann sieht man besser. ...23 Meter in diese Richtung. 25 in diese. Okay, der Reichtum muss hier irgendwo sein. Ah, ich habe schon gesehen. Ich habe schon verstanden. Ich glaube, es geht auch so, ne? Ich denke, wir müssten eigentlich gar nicht übers Dach reinkommen. Die Tür war ja auf. Ist das eine Reichtumstruhe? Nee. Der Reichtum ist 21 Meter. Jetzt bin ich aber ein bisschen confused, muss ich sagen. Wie ich da hinkomme, Stream. Stelle ich mir gerade die Frage, das ist vielleicht irgendwie unterirdisch. Wir haben es noch nicht rausgefunden. Könnte auch unterirdisch sein. In einer Art Höhle oder so. Was haben wir da? In 40 Metern haben wir irgendwas anderes. Wie seht ihr, das ist auf 2-3 Stücken. Deswegen, ich glaube. Du siehst aus, als könntest du einen Kampf überstehen. Nee, nee, nee. Wolfsmal, bist du es? Hier, das ist interessant, Sie. Wir haben einen Händler. Keine falsche Scheu. Ein Händler, das ist nice. Laden ansehen. Was verkauft er denn? Materialien, okay. Wir haben 71 Dingsbums. Wir haben auf Lager 20. Wie viele haben wir? Das ist die Frage. Jagdpfeil. Leichterpfeil. Davon kann man nie genug haben. Leider weiß ich nicht, was ich im Moment brauche. Besitz 2. Hast du dir auch alle meine Angebote angesehen? Ah, okay, das andere ist zum Verkauf. Ich bin gerade ein bisschen blöd gewesen. Okay, das ist Verkauf. Ah, zerbrochenes Schild kann der schön, haben von mir dass aus. Ich dich entlasten die kann. Beinprothese kann er auch haben. Das Kleeblatt kann er auch haben. Zerbrochenen Bogen kann er auch haben. Federn und so behalte ich mal, weil ich nicht weiß, ob wir die noch brauchen oder nicht. Das ist eine gute Frage. Wir gehen jetzt mal. Wir sehen uns später. Mhm, danke, danke. Ich
Ich habe mir die Frage gestellt, ob man hier irgendwo so schiffswertartig irgendwo an seinem Schiff arbeiten kann schon. Stravinger. Du da! Du siehst aus, als könntest du einen Kampf überstehen. Eivor Wolfsmal, bist du es? Mhm. Man sagte, ich wäre es. Man sagte es. Aber ich habe noch nicht das gefunden, was ich suche. Ich habe noch nicht den Eingang gefunden in die besagte Höhle. In die besagte Höhle habe ich noch keinen Eingang gefunden. Wo könnte der sein? Das ist eine gute Frage. Wo geht's irgendwo? Bei den Hütten, da war ich nämlich. Und der Schatz war nicht bei den Hütten. Stellt man sich jetzt die Frage, gibt's irgendwo einen unterirdischen Gang, um dahin zu kommen? Du da! Du siehst aus, als könntest du einen Kampf überstehen. Eivor Wolfsmal! Was willst du? Wolf, oder? Waren wir nicht einmal zusammen an der Nordküste auf Raubzug? Schön, dass du dich erinnerst. Wie es aussieht, können wir den jetzt kloppen gleich. Das finde ich gut. Und Sigurd schimpfte, weil er deinen Anteil für zu groß hielt. Plünderst du immer noch in deinem Alter? Wir müssen nehmen, so viel wir können, ehe Harald in ganz Nordwege das Sagen hat. Aber ich plane nur noch. Die Arbeit überlasse ich anderen. Tatsächlich suche ich einen Anführer für meine Mannschaft. Ich würde dir gerne helfen, aber ich habe jetzt selbst eine Mannschaft. Ich meinte nicht dich, aber ich könnte deine Hilfe bei der Auswahl gebrauchen. Ich habe ein paar ausgewählt, die es zu prüfen gilt. Zu prüfen? Wie? Wenn du jemand des wahren Charakters sehen willst, musst du ihn kämpfen sehen. Zeig mir, wen du hast. Meine Mannschaft ist unten am Hafen. Meist Einheimische. Sogar ein paar abenteuerlustige Bauern. Wie schneiden sie im Vergleich zu mir und Sigurd ab? Das ist kein Vergleich. Du hast dir einen Namen gemacht, Eivor. Man redet an der ganzen Küste über dich. Gut oder schlecht? Famous. Kommt darauf an, mit wem du redest. Wir sind famous bereits. Sei unbesorgt wegen der anderen. Die sollten wegen mir besorgt sein. Wir sind bereits famous. Also. Jetzt wird's kloppe, ne? Jetzt wird's kloppe. Jetzt werden wir uns alle auf die Mütze hauen. Was ihnen an Erfahrung fehlt, gleichen sie anderswo aus. Also eigentlich wollte ich jetzt niemand mit der Waffe attackieren, zusammen aber okay. Werden wir diese Fleischklumpen easy. Zu Männern und Frauen aus Eisen machen. Zu Kriegern. Und wer von diesem traurigen Haufen Fleischklumpen übernehmen? Siehst du den Großen da, Outbjörn? Er redet nicht viel, aber er könnte ein Schiff ganz alleine rudern. Diese Schildmaid ist Arshild die Kühne. Ihre Klinge ist so scharf wie ihr Verstand. Und dann hätten wir noch Thorgils. Wolf! Wen hast du denn da? Behalt den Kopf beim Kampf, sonst schlägt ihn dir jemand ein. In Ordnung. Er ist so stumpf wie eine Holzkeule, aber die anderen mögen ihn. Das sind die Besten aus dem Haufen. Diese drei also, ja? Mit denen werde ich schon fertig. Also das mag Willst ich schon gegen jetzt alle gleichzeitig kämpfen? Warum nicht? Die Sprüche mag ich schon wieder beim Spielen, muss ich sagen. Also übelst. Sie brauchen eine Prüfung ohne Regel. Prüfen sie, aber tun ihnen nichts. Es war schwer genug, überhaupt so viele zu finden. Hört zu, das ist Eivor Wolfsmal. Eivor hat mehr Leute auf dem Gewissen, da muss ich als was ihr ändern, je sehe ich gerade. Eivor Wolfsmal, ich habe von dir gehört. Das wird großartig. Wer meine Mannschaft führen will, muss gegen Eivor kämpfen. Der Beste gewinnt. Dick. Nicht töten, nicht verstümmeln. Da was kleines Updaten habe ich sonst gerade gesehen. Gibt es keine Regeln. Verstanden? Bei der Notification, die war noch bei Among Us. Ich wäre Among Us ist momentan Pause. So, jetzt knüppeln wir mal ein bisschen. Ich bin besser als jeder Mann hier. Wir haben noch viel zu lernen. Wir müssen zuerst einen loswerden, weil mit zwei ist heftig. Ich habe schon kein Leben mehr. Ich habe jetzt bei zwei sofort in die Fresse bekommen. So, das war's. Der hat mich einfach besiegt. Also der ist gut. Es war mir eine Ehre, dich zu schlagen. Wolf, deine Kämpfer sind härter, als sie aussehen. Härter, oder als man denkt. Es war gedacht, dass ich es nicht schaffen kann. Er brachte den Kampf zu Ende. Weißt du jetzt, was du wissen wolltest? Ja,
Hätte nicht gedacht, dass Torgels es schafft, aber er ist so ein Dickschädel wie sein alter Herr. Warte, das ist dein Junge? Der kleine Tor, der ging mir früher kaum bis zum Bauchnabel. Er ist groß geworden und jetzt wird er mir alles nehmen wollen. Aber so sind Kinder nun einmal. Hier etwas Silber für deine Mühen und ein bisschen obendrauf, weil ich dich und Sigurd damals übers Ohr gehauen habe. Viel Glück! So, nice. Okay, wir konnten es nicht schaffen. Glaube ich. Auf jeden Fall. So. Aha, jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Stream. Jetzt geht's los. Wir bekommen Fähigkeitspunkte. Wir bekommen Fähigkeitspunkte. Zwei haben wir bekommen. Schleichangriff Schaden. Fernkampfschaden ist immer sehr interessant. Wir werden einen Punkt auf Nahkampf und einen Punkt auf Fernkampf setzen. Auf jeden Fall. Inventar. So, da haben wir auch schon ein bisschen was bekommen, sehe ich gerade. Ne? So uniformtechnisch gibt es da schon was Neues. Ja, interessant. Okay, wir können es. Warte mal. Moment. Ich habe gerade was gesehen, was mir sehr gut gefällt. Doppelaxt. So, Schuhe. So, wir haben so viel Material bekommen, ich habe das gar nicht mehr gecheckt. So, jetzt sind wir auch mal besser gerüstet, weil wir waren irgendwie gerüstet wie Müll. Okay, 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 okay. Das kennen wir, das kennen wir. Tutorials und Datenbank. Die Gruppierung. Okay, Wikinger und natürlich Räuber. Gegner, Schütze und Wikinger. Tutorials, ganz ehrlich gesagt. Okay, es sind keine Videos. Tutorials bin ich immer ein bisschen zäh drin, muss ich ehrlich sagen. Die... Alter. Der macht er jetzt nicht... Also, alles gelesen markieren, war einfacher. Ah, jetzt sind wir ein bisschen gerüstet. Ich mag das nämlich bei Assassin's Creed gerade immer mit diesen Kleidern, Kleidersachen. Ich finde, das ist halt immer mega nice. Mega, mega nice. So. Gehen wir mal nachschauen, was die so hier zu sagen haben noch. Oder. Wir machen folgendes. Was ihr seht, ist nicht die Mission, die so nah ist. Das ist leider nicht die Mission. Ja. Wir werden uns jetzt mal zum Schiff begeben. Und dann segeln wir zum Missionsziel. So. Ich hab's jetzt mal ausgeblendet. Missionsziel ist nämlich auf dem Schiff. Wir laufen jetzt mal zum Schiff. Das ist ein Stück. Ich vergesse immer, dass man drücken muss zum Laufen. Ja, so. Ich konnte das Schiff natürlich nur hier parken. Nee, ich hab's hier hingesetzt halt. Ist auch besser, als sofort in den Hafen reinzuballern. Wenn du nicht mal weißt. Wenn du nicht mal weißt, ob die mit dir sind oder ob die gegen dich sind. So. Okay, wir müssen der Mission jetzt wieder folgen. Müssen unserem Missionsziel jetzt wieder folgen. Frage ist, wo war die Mission? Wir sind hier. Mission war da. So. Wo geht's hin? Das ist ja die Frage. Segel hin! Segel! Oh, übelst Blähung.
Nee, total falsche Richtung. Nee. Falscher Knopf. Also die Knöpfe muss ich mir noch ein bisschen gewöhnen, ich kann nicht sagen. So, jetzt Küste folgen. Okay. Es ist Küste folgen und dann zum Questziel. So stellt man es ein. Können wir mal was trinken in der Zeit. Eivor, sieh nur! Jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel! Kirtwis Männer, sie nagen an jedem feinen Fleckchen Land wie Hunde. Knochen. Selbst wenn du halb tot bist, können wir sie leicht besiegen. Ich finde, wir sollten dieses Lager zerschlagen, bevor wir zur Mission. Wir lassen uns wieder so übelst abblenden. So, das war jetzt, finde ich ganz ehrlich gesagt, ein bisschen offensichtlich, wie wir das gemacht haben, aber. Naja, normalerweise greife ich nie sowas irgendwie so an, auch nicht bei Farquaad. Wie so voll. Die Bären kommen jetzt mal sehr gut. Jetzt hauen wir den mal zuerst auf die Klappe. Weg. Ich mache das jetzt schön mit Deckung diesmal. Und natürlich plündern wir alle. So. Sind hier noch Gegner? Wir sollten jetzt abhauen. Schicksal. So, abhauen. Er hat gar nichts ab. Den haben wir auch. Hier haut niemand ab. Ich will alles plündern zuerst. So. Irgendjemand schießt hier noch mit Pfeilen. Oh, ist noch einer. Hallöchen. Hier bin ich nur um Gnade. Tschüss. So, Sperrgebiet haben wir. Oh. Hier brennt's. So, was haben wir denn hier? Das sieht natürlich schon toll aus. Eine tolle Truhe für mich. Eine tolle Truhe. Sehr, sehr tolle Truhe. Für uns alle hier ist es eine tolle Truhe. Wir haben eine ziemlich geile Axt bekommen, glaube ich. Das ist unsere Schlagseite. Die ist heftig. Ich nehme mal hier eine Axt. Auf diese Seite setzen diesmal das Schild. Derzeit ist eine zweite Waffe. Gut. Derzeit ist eine Zweihandwaffe ausgerüstet. Ah, es ist eine Zweihandwaffe. Ui, das Teil ist groß. Nice. Ich glaube, damit kann man sich gut amüsieren. So. Gibt es noch was zu holen hier? Ne. Ich glaube nicht. Ich glaube, hier haben wir. Die Wand ist voll. Okay. Ich glaube, wir hauen dann mal wieder upstream, ne? Ich glaube, es gibt keinen Grund mehr hier zu bleiben. Haben alles, was wir brauchen. Lass uns weiter segeln. Zum diesbezüglichen Punkt, wo wir hin müssen. Das Segel bleibt noch. Segel! Kiltwie wird uns jagen. Rastloser und brutaler als zuvor. Überrascht dich das? So. Dieser Krieg tobt schon seit 3 Generationen. Sollte er jetzt nachlassen? Du brennst so vor Hass auf diesen Mann, Wolfsmal. Ich hab Hinternschmerzen heute irgendwie. Die Eier dran wärmen. Ist nicht mehr so gemütlich dann. Ich habe auch das Licht verdunkelt, dass das ein bisschen mystischer wirkt hier. Gemütliche Seglerei. Segeln wir geradeaus weiter.
zur Quest. Aber ich mag das mega mit dem Waffenausbau und alles. Das ist so geil. Aber der Schiffsausbau mag ich auch. Aber was mich jetzt ein bisschen nervt, ist, ist die ganze Zeit Nacht und das Wetter ist scheiße. So gefühlt irgendwie. Gehört das zu dieser dunklen Zeit der Wikinger? Oder liegt es an dem Gebiet, wo wir gerade sind? Oder werde ich dadurch noch müder? Was würde er sagen? Wäre Sigurd hier, säße er neben dir, würde das Blut von seiner Axt wischen und in den Wind lächeln. Das Schiff ist aber irgendwie schon geil, oder? Ich finde das Schiff schon geil, muss ich sagen. Das Schiff gefällt mir auf jeden Fall. Nur die Wahrheit. Wir griffen Kjötvis Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Trell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen? Ich möchte mal Kekse und Chips nehmen. Ich brauche jetzt Chips. Ich will zum Schiffsausbau. Ist Essen im Stream eigentlich unmaniert? Nö. Sieh an, der Nährer der Rab. Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich. Wie immer ein herzliches Willkommen, Antwi. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre. Außer, dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht. Obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd? Ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kjötvis Kriegern. Und ich fand dies. Oh, jetzt kommt's. Ja, er hat die Axt. Stimmt. Unter den Toten. Stimmt. Nach so vielen Jahren. Du wir haben sie die zu Axt. Bringen. Wir haben er die macht Axt. Sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte, seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen. Wer heftig, der wurde vom Wolf gebissen, hat's aber überlebt. Meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor, wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen. Die Sprüche sind aber auch wieder mega gut. So. Es gibt mal wieder zwei Fähigkeitspunkte, Stream. Es gibt mal wieder zwei Fähigkeitspunkte. So, was nehmen wir? Das kostet wahrscheinlich diesmal zwei sofort, ne? Oder bleibt es immer eins? Das kann auch sein. Nahkampfwiderstand ist auch immer gut. Gesundheit. Okay, Codex-Datenbank ist jetzt auch egal. Ich hab jetzt mal keine Mission aktiviert. Ich hab jetzt mal keine aktiviert. Gegen den Pfeil, wie ich sehe. Eivor, kannst du mich die Kunst des Bogenschießens lehren? Aber sehr gern doch. Siehst du, wie ich stehe? Setze deine Füße fest auf den Boden. Nicht weiter als schulterbreit. Atme ein, wenn du die Sehne spannst. So macht man die Chickas klar in dieser Zeit. Oh.
Sieh okay. auf den Punkt, den du treffen willst. Nun stell dir vor, wie der Pfeil genau hindurchfliegt und noch viel weiter. Atme aus, dann lass los. Das war jetzt mega schlecht irgendwie. Ah, da ist noch ein Ziel, scheiße. Danke, Eivor. Ja. Siehst du, aufs Auge kommt's an. Danke, Eivor. Siehst du, so macht man hier in diesem, in dieser Zeit. Um deine Narbe zu schmücken. Tätowierung. Jetzt wird's spannend zu langsam. Aber sie soll sichtbar sein. Oh, ich wollte dich nicht beleidigen, aber ich kann dich trotzdem tätowieren, wenn du magst. Mhm. Zeig mir, was vor uns liegt. Okay, cool, wir können uns das auch noch tätowieren lassen. Also ich finde das jetzt schon mal mega cool. So. Wo kann man die Stadt tätowieren? Ah, hier steht alles. Da ist... Mhm. Irgendwas, das ist ein Shop. Da ist ein Schmied. Da ist ein... Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung. Oder ist das ein Tätowierding? Wir laufen mal hin. Laufen wir hin und schauen wir mal, was es ist. Nee, ich wollte gerade sagen, Proviant ist ja eigentlich voll. Interessant. Tätowieren? Assassin's Creed? Das hatten wir noch nicht. Hier sind natürlich wieder viele Quests, glaube ich, überall. Das übliche eben. Ah. Okay. Das hier scheint der Schuppen zu sein, wo wir rein können. Sven, auf jeden Fall nicht der Tätowierer. Hast du ein paar neue Tätowierungen? Oh, ein paar doch. Hätte ich schon. Doch. Nova sagt, dass sie neue Tätowierungen ausprobiert. Das stimmt. Nice. Und sie wird immer besser. Lass mich mal sehen. Wie du willst. Jetzt wird's spannend. Okay. Wir haben Rumpftattoos. Mhm. Alter. Ich finde das irgendwie cool gerade. Hier können wir auch die Haare ändern und so. Heftig. Okay, das sind Frauenhaare, sehe ich gerade. Oder nee, es waren trotzdem Männerhaare. Kopftätowierung gibt's auch. Nein. Finde ich cool. Rumpf haben wir schon. Das ist Arme, okay. Ganz schlechter Tätowiergeschmack. Machen wir jetzt links und rechts. Rücken. Ah, wir können den Bart auswählen. Ich wollte gerade sagen, der war so... Nee, der Bart könnte noch ruhig heftiger sein. So. So mehr Viking-mäßig. Nee, das sieht aus irgendwie wie... Was oder so von Far Cry oder sowas. Also nee. Das muss nicht sein. Ich merke den Unterschied leider nicht. Klassisches Haar, blond. Ah, das ist die Farbe, ne? Keine Ahnung. Gut. Sonst noch etwas? Alter, was ist das für Blitze irgendwie, gerade wenn man das macht? Nee, danke. Bis später, Sven. Gut. Was waren das gerade für komische Blitze im Stream? Also, die waren nicht im Stream, ne? Die waren schon im Spiel selbst, ne? Also ich hab die auch im Bildschirm vom Spiel gerade gesehen. Der Schmied. Wolfsmal. Willkommen zurück. Gunnar. Hallo. Ich habe hier etwas, das du sehen musst. Guten Abend. Bei Thors Donnerschlag. Ist das die Axt deines Vaters? Mhm. Diese Schönheit habe ich nicht mehr gesehen seit... Naja, schon lange nicht mehr. Ich habe sie vor langer Zeit geschmiedet. Seit 15 Wintern. Nee, 17, sorry. Sieht immer noch gut aus. Eine meiner besten, finde ich. Die Klinge ist stumpf, aber sie liegt gut in der Hand. Kannst du sie schärfen? Ich kann ihre Schneide verbessern und den Griff verstärken. Und wie es das Schicksal so will, habe ich noch einen Barren dafür übrig. Aha. Bist du sicher? Die Nornia haben es so eingerichtet. Jetzt wird spannend. Jetzt wird's wirklich spannend. Aus Luft kann ich nichts schmieden. Jetzt wird's wirklich spannend.
So. Ausrüstung verbessert. Wenn du Barren in die Schmiede bringst, kann Gunmar Rüstung und Waffen damit aufwerten. Dadurch werden Runenplätze freigeschaltet und die Objekte sowie auch ihr Aussehen können weiter verbessert werden. Okay, das klingt auf jeden Fall interessant. Und nach einer Motivation immer genügend Barren zu sammeln. Okay, wir können das. Okay, wir können die schon verbessern. Ich habe jetzt gerade gecheckt, muss man das auswählen? Links oder rechts oder. Okay. Und jetzt brauchen wir drei diesmal. Drei was? Drei. Es könnte Eisen sein. Oder Silber vielleicht. Könnte Silber sein. Okay. Das sollte reichen. Noch etwas? Ruden hatten wir noch keine, glaube ich, oder? Der verkauft auch Waffen und Equipment. Bogen. Ah, nee, das ist unsere Ausrüstung. Ich Esel. Man kann die halt nur bei ihm verbessern. Okay, sorry. Ich war gerade so glücklich, der würde Waffen verkaufen. Wie schlecht. Und der hat. Ja, komm, ich frage noch, wie es dem geht. Hältst du durch? Ich mag die Arbeit und mein Hunger ist stark. Nur die Nächte sind neuerdings kalt. Meine Liebste ist fort, falls du es noch nicht weißt. Ja, tut mir leid, das zu hören. Ihr wart wie lang zusammen? 5 Wochen waren es. Man hört mich kauen im Mikrofon. 5 wunderbare, leidenschaftliche Wochen. Alles vorbei. Werde ich meine Brünnhild jemals wiederfinden? Eine Valkyria wirst du wohl nicht mehr treffen, Gunnar. Du solltest deine Ansprüche etwas zurechtstutzen. Zurechtstutzen? Eivor, sieh dir meine Waren an, meine Waffen. Ich bin kein Mann, der sich mit weniger als den Besten zufrieden gibt. Okay, ist gut, ich bin fertig. Komm jederzeit wieder. Haben genug geredet. Wir haben genug geredet für heute. Tada. Was ist das Bär? Hier liegen die Bären wirklich überall, ne? Komm. Hier werden wir zum Questziel hin. Ich will die Quest jetzt nicht zu schnell runterballern. Das habe ich beim letzten Assassin's Creed gemacht und danach die Nebenquest. Du kannst hineingehen, aber falls du noch etwas vorhast, tu es lieber jetzt. Lass ihn sich abkühlen. Ich könnte zuerst mit Valka sprechen. Mich ein wenig erleichtern. Der König wird nicht weggehen. Es ist das Glücksspiel. Du siehst aus, als könntest du recht gut würfeln. Seht ihr auf Twitch das Beste des Glücksspielstreams? Irgendwie so jetzt. Machen wir auch mal Glücksspielstream. Dafür braucht man Geschick oder Glück. Wie wär's? Fangen wir an. Keine Umschweife. Möge die glücklichere Hand gewinnen. Jetzt bin ich gespannt, wie es geht, Stream. Alter. Zwei Spieler. Spieler, der die Gesundheit des Gegners zuerst auf 0 senkt, gewinnt. Jede Runde besteht aus 3 Phasen. Erstens Würfelphase. Spieler werfen ihre Würfel mit verschiedenen Effekten, wie beispielsweise Angriff, Blocken oder irgendetwas marken, mit denen Göttersegnungen heraufbeschworen werden können. Zweitens Göttersegnungsphase. Spieler können ihre Dingsbumsmarken den Göttern opfern und eine Göttersegnung herauszubeschwören. Göttersegnungen sind mächtige Effekte, die den Ausgang einer Runde oder sogar des Spiels beeinflussen können. Drittens, Auflösungsphase. Die Würfelseiten beider Spieler werden gegeneinander ausgespielt. Schaden wird verursacht oder geblockt, Dingsbumsmarken werden erhalten oder gestohlen. Die Runden werden so lange weitergespielt, bis die Gesundheit eines Spielers auf 0 sinkt. Okay. Ich nehme jetzt mal Zahl. Bumm. Hat ja schon gut geklappt.
Das Glück ist auf unserer Seite, ne? Sofort falsch. Würfelphase. Der Anfang einer Runde würfelt der Gegner und abwechselnd. Du kannst bis zu dreimal würfeln. Nach dem jeden Wurf kannst du entscheiden, welche Würfel du behalten und welchen du erneut würfeln willst. Okay. Okay, jetzt. Das sind ja alles so Angriffsdinger, glaube ich. Okay, das richtet Schaden. Einen Schaden an. Nö, ich glaube, das ist gut so. Bestätigen. Okay. Würfeln. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Okay, jetzt können wir Würfel behalten. Den behalten wir. Und wir nehmen den und den. Und wir bestätigen. Okay, jetzt kann ich nicht mehr auswählen. Die nimmt der automatisch. Auflösungsphase. Diese Phase werden die Würfel der Reihe nach ausgewürfelt. Jeder bringt eine Marke. Werden in direkt abgeblockten Schaden umgewandelt. Der Spieler, der zuerst gewürfelt hat, greift zuerst an. Jeder stiehlt Marken vom Gegner. Okay. Ich habe wieder mehr dieser Grab-Hände genommen. Nein. Okay, ich habe mich schon schlecht angelegt bei der ersten Runde. Ich habe mich schon ganz klar schlecht angelegt bei der ersten Runde. Diese Grabs sind ultra wertvoll. Den nehmen wir auf jeden Fall schon raus. Den auch. Den auch. Wir machen es jetzt mal so. Ich gehe auf Defensiv jetzt und aufs Klauen. Den nehmen wir und bestätigen. Den letzten hätte ich noch gern Angriffswürfel gerne. Nicht schlecht. Der hat viele Grabs jetzt bekommen gerade. Okay, wir sind nur defensiv jetzt. Wir sind jetzt nur defensiv, jetzt wird's spannend. Wir könnten jetzt eine Beschwörung machen, glaube ich. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob es klappt. Ich bin sehr defensiv. Aber ich bin sehr gut im Klauen. Aber er kann auch zwei von mir klauen wieder. Jetzt kommt die Göttersegnung. Vier weg. Oh, okay. Das hat ihn Leben gekostet. Das hat ihn Leben gekostet, habe ich jetzt verstanden. Okay. Er geht jetzt sehr auf Angriff. Wir werden auch angreifen. Wir machen jetzt dreifacher Angriff. Ich versuche nämlich gerne. Ich will versuchen, Schaden zu verursachen. Ich will versuchen, viel Schaden zu verursachen diesmal. Okay, da bin ich durch. Ihr seht, ich versuche es jetzt. Wenn ich Schaden versuche, verliert er die blauen Steine. Bei den blauen Steinen, das ist halt das Leben. Der hat halt übelst viel für Göttersegnungen. Seht ihr? Ich habe zwei verloren. Er verliert aber jetzt richtig viele. Das war heftig. Das hat ihn heftig getroffen. Das seht ihr jetzt gerade. Jetzt gehen wir auf Defensiv und auf Clown. Mhm.
Wir gehen jetzt bei Defensiv und klauen, ganz klar. Wir haben dem so viel Schaden gemacht, das ist besser jetzt. Ich merke schon, was der will. Der will wieder viel Schaden machen. Einen können wir auf jeden Fall abwehren. Ich muss vorsichtig sein, auf jeden Fall. Ja, der geht übelst auf Angriff gerade. Okay. Ich glaube, die Karten liegen nicht so schlecht für uns. Ich glaube, die liegen gerade nicht so schlecht für uns. Die waren nämlich jetzt wichtig zu haben. Okay, die kann er abwehren. Das tut weh. Die Grabs sind gut. So, war clever, glaube ich. Ich glaube, es war gut, Stream. Ich glaube, es war gut aus dem einfachen Grund. Wir können jetzt das einfach... er ist sehr offensiv. Wir müssen auf jeden Fall jetzt defensiver werden. Machen wir danach. Okay. Die beiden können wir so mal abwehren. Wir machen jetzt mal zwei Abwehr rein. Ich merke schon, wo es bei ihm rauf geht. Er geht mega auf Schaden gerade. Ich werde jetzt versuchen, mit dem Götterding einen Trumpf abzuspielen. So. So, jetzt wird's lustig. Ich habe viel, viel, viel mehr Schaden genommen als er. Und ich habe noch viel, viel mehr Jetons als er. Ihr seht jetzt schlecht für mich aus, Stream. Aber passt jetzt mal auf, jetzt kommt das Heftigste. Ich habe diesen guten Jungen nochmal eingesetzt. Und das war's. Ach, dieser süße Sieg. Du hattest nur Glück. Das war clever. Das war clever. Sollen wir noch eine machen? Nee, ist ein andermal vielleicht. Bekommt man Geld dafür? Oh, man bekommt Runen dafür. Nice. So. Jetzt haben wir noch einmal den Händler. Wir haben noch diese zwei Dinger da. Was sind die? Da ist, glaube ich, irgendwas mit Kämpfen noch, würde ich mal sagen. Ist was mit Kämpfen. Willkommen. Was verkauft die gute Frau? Wir haben eine Rune bekommen. Eine Angriffsrune. Die müssen wir nutzen. Kann ich holen, wenn du magst. Erz. 200. Warum brauchen wir Eisenerz? Das habe ich noch nicht rausgefunden, leider. Warum brauchen wir Eisenerz? Klug von dir, dass du das... Okay. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Warum brauchen wir Eisenerz? Ich habe mal welches gekauft noch. Ich glaube, es könnte mit dem Schiff zu tun haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Gibt es keinen, der es mit mir aufnehmen will? Na gut. Hallo, Thekla. Was brauchst du? Alves sagt, das Gebräu wäre zu stark. Kannst du ein paar Runden vertragen? Jetzt wird's lustig. Jetzt wird gesoffen. Oh ne. Alter, das war heftig. Das war heftig. Also es ist nicht einfach. Okay, ich fange an besoffen zu werden, merke ich gerade.
hörst du? Oh, Alter. Alter, der ist so langsam besoffen wie Sau. Glaub mir, wenn man die L-Taste noch gleichzeitig drücken muss und sich mega konzentrieren auf dieses schnelle X-Ding. Ich verliere nämlich Zeit deswegen. Oh, das wird eng. Komm. Das war eng. Das war eng beim Wetttrinken. Das war sehr, sehr eng beim Wetttrinken gerade. Gut getrunken. Oh, Scheiße. Gut getrunken gemacht. Ja. Alter. Der ist. Ich weiß nicht, ob wir das Geld bekommen haben dafür. Auf jeden Fall ist der jetzt voll gibt wie eine Sau. Keinen, der es mit mir aufnehmen will? Der ist jetzt komplett besoffen. Das Bild ist komplett trüb, der ist komplett besoffen noch. Übst du deine Wortspiele, Alvis? Eivor. Der einzige Mund in Midgard, dessen Spott ich fürchte. Du lehrtest mich die Kunst der Skalden, alter Freund. Es war doch klar, dass ich dich bald übertreffen würde. Wie wäre es dann mit noch einer Lehrstunde? Ein rascher Spottstreit, jetzt und hier? Was sagst du? Lass uns Spottstreit. Puh, das sind krass, die Gefechte, das ist cool gemacht. Die meisten von uns, die den Spottstreit lieben, teilen auch eine Liebe fürs Wetten. Aber heute verzichten wir darauf. Fangen wir an. Nee. Ich bin bereit. Beim Spottstreit sind Reime und Versmaß verlangt. Es zählt nicht nur der Klang, wenn man ordentlich zankt. So gib acht, welche Worte du wählst im Gefecht. Unterweist du mich, geht's meinem Herausforderer schlecht. Nein, der Reim ist gut, aber zu viele Worte stören das Versmaß. Lass uns jetzt über den Inhalt reden. Der Spottstreit nimmt Gegner recht bissig aufs Korn. Die Gewitztheit zählt mehr als ein Ausdruck von Zorn. Sag ich dir, du bist töricht und dumm ohne Hirn. Dann sag ich, heiße Luft verdirbt deine Stirn. Spuckt ich dir ins Gesicht und zerbrecht deine Stirn. Spuck ich dir ins Gesicht und zerbrecht deine Stirn. Nicht schlecht, nicht schlecht. Seht ihr? Es klingt gut, aber... Bedenke, dass ich dich töricht genannt habe und du antwortest, dass du mich töten willst. Manchmal ist es das Beste, bei der Sache zu bleiben. Das solltest du nicht vergessen. Einer noch. Also geh nun, sei siegreich. Die Zunge, dein Schlag, gewitzt dich. Sei schnell, was dir auch widerfährt. Voller Freude erwarte ich, wie es dir dann ergeht. Wir kommen dann Sprüche, die kaum jemand versteht. Mein Gegner vom Reim und Witzerung verweht. Du brauchst nicht kürzer was. Meine Gegner vom Reim und vom Witzsturm verweht. Makellos, ja. Oh. Mit dieser Antwort hättest du mich besiegt. Zwar ist, glaube ich, die einzige, die mir irgendwie logisch erschienen ist. Aber das wird schon. Die unten war auch ich gut. Ich helfe dir gern. Du kannst jederzeit wiederkommen. Vielleicht werde ich das. Danke, Alvis. Ist cool, weil wir wirklich viele kleine Quests hier gerade haben. Das sind die. Das ist das Spottreib-Duell. Okay. Ich hab mit dem Spottduell jetzt auch mal verstanden. Das sind Schweine. Kann man die töten? Oh, das bringt Leder, okay. Cool. Das ist jetzt das Ziel, weil hier in der Siedlung jetzt die Schweine zu klauen. Die Frage kann man nochmal stellen, aber. Also Bootsmann gibt's hier nicht, ne? Der Boote repariert. Den haben wir auch schon geschafft. Setz dich doch. Lass uns spielen. Den haben wir auch schon geschafft. Das Trinkding haben wir geschafft. Das Rededing haben wir gemacht. Was haben wir denn noch hier? Schau mal schneller. Ist cool mit der 3D-Karte. Also das haben wir jetzt eigentlich alles mal versucht. Ich glaube. Ich schau mal schnell in der im Inventar, haben wir auch was bekommen, sehe ich gerade. Tasche. Aber die Rune, die können wir dann auch noch. Die Rune haben wir bekommen. Hier.
Auf jeden Fall einen Haufen Müll gemixt. Mit was? Na, ja. Kodex können wir nochmal nehmen. Als gelesen markieren, so. Quest. Okay, ich hatte die Quest deaktiviert, ich Esel. Dann kannst du ja nicht laufen. Okay, so. Gehen wir mal die Quest jetzt holen. Und dann... Hey, machen wir die Quest hier noch. Ich glaube, die schaffen wir auf jeden Fall heute noch zu machen. Ganz gemütlich im ersten Stream. Bring mir 3 Hirschgeweihe, um dein Können zu beweisen. Und vielleicht erzähle ich dir eine Geschichte. Eine schöne Herausforderung. Wir sehen uns bald wieder. Wie er das so sagt, ne? So komplett so. So ist doch eigentlich mega einfach. Was willst du von mir? Okay, ich glaube, Hirschgeweih bekommt man sich in der Wildnis hier. Irgendwo auf jeden Fall. Pferde. Ein Pferd ist gut. Damit mit dem Pferd sind wir schneller. Da sind wir auf jeden Fall schneller mit dem Pferd. Wir suchen Hirsche. Wir suchen Hirsche. Das sind Raben oder Krähen oder was auch immer. Ich würde mal sagen, dass irgendwo hier auch Hirsche sein müssen. Daraufhin, dass die Challenge ist, Hirsche zu holen, würde ich das eigentlich als ziemlich plausibel sehen, dass man die hier findet. Fremdes Pferd. Ist hier Sonne und besseres Wetter. Sehr schön. Stream, das freut mich jetzt wirklich, muss ich ehrlich sagen. Du weißt, die ganze Zeit dieses Kackwetter. Und jetzt sehen wir mal Sonne. Ja. Sonne macht jetzt gute Laune, ganz ehrlich gesagt. Ja. Sonne mit Schnee. Und da haben wir einen Synchronisationspunkt. Nice. Aber den Punkt, den holen wir uns. Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Ich würde sagen, hier außen rum hoch. Irgendetwas hat uns gesehen, was uns angreifen wollte. Hört ihr das? Mal die falschen Knöpfe gedrückt, ist mir gerade aufgefallen. Wo habe ich gerade das Eisending kaputt getreten? Eisenerz, ja, können wir immer gebrauchen, wirklich. Eisenerz brauchen wir wirklich, weil ich glaube, das brauchen wir später zum Ausbau des Schiffes. Und wenn es so ist wie bei Assassin's Creed Origins oder Odyssey, ne, bei Odyssey war das, hast du so viel gebraucht von dem Zeug. Und auch übelst viel Papier danach. Da sammeln wir lieber schon genügend davon. Aber. So. Aber. Oh. Da ist noch welches. Nehmen wir auch noch mit. Na los. So. Das ist die perfekte Stelle, um den Stream zu beenden. Mit dieser wunderbaren Aussicht, die wir hier noch einmal haben. Genießen Sie mal die Weiten dieses wunderschönen Spiels. Ihr seht, wir spielen das ganz relaxed. Es ist ein spannendes Spiel, finde ich. Auf jeden Fall. Seht mal, was wir alles jetzt sehen von Punkte, die man, wo man Sachen machen kann. Ihr seht, da ist auch was Interessantes, sehe ich gerade.
Auf jeden Fall, wir haben noch viel zu machen. Ganz viel. Wir haben das Spiel gerade begonnen. Und das Spiel ist cool. Also die Qualität gefällt mir. Gameplay ist cool. Ist jetzt am Anfang des Spiels immer ein bisschen träger, Assassin's Creed, finde ich. Wird aber danach im Laufe des Spiels immer besser, finde ich. Ich sage danke, dass ihr eingeschaut habt. Ne, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und danke, dass ihr es euch angeschaut habt. Im Stream und eben auch auf YouTube. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann wieder in den nächsten Tagen für die nächsten Folgen von Assassin's Creed oder die nächsten Streams von Assassin's Creed Valhalla. Ich wollte schon Origins sagen. Also, haut rein und ich wünsche euch allen einen tollen Abend. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.